Hallo, liebe Familien, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Haselnussbohrer. Ich gehöre zur Familie der Rüsselkäfer, wie man unschwer erkennen kann. An meinem langen, dünnen Rüssel trage ich an der Spitze klitzekleine, beißende Mundwerkzeuge. Mein Rücken ist mit rot-braunen Schuppen besetzt, die ein bisschen aussehen wie Haare. Vermutlich hast du mich noch nie gesehen, aber du kennst mein Werk. Alle Nüsse, die ein Loch tragen, wurden von mir angeknabbert. Ich lebe in Europa, im Norden Afrikas und du findest mich sogar in Asien. Mein liebster Platz ist natürlich die Haselnuss, daher wohl auch der Name Haselnussbohrer. Aber ich knappere auch sehr gerne an Birnen, an Kirschen und anderen Obstsorten. Interessant ist auch meine Vermehrungsstrategie. Im Juni, wenn die Nüsse noch jung und weich sind, bohrt das Käferweibchen ein Loch in die Haselnuss. In jede Nuss legt sie ein Ei und verschließt das Bohrloch. Nach kurzer Zeit schlüpft aus dem Ei eine Larve. Diese frisst den nahrhaften Nusskern. Die hohle Nuss fällt vom Strauch und die Larve, die jetzt dick und fett ist, frisst sich durch die Schale. Sie krabbelt hinaus in die Erde und vergräbt sich ca. 15 cm tief, um hier zu überwintern. Im nächsten Frühjahr verpuppt sie sich und verwandelt sich von einer Larve zum Käfer. Problematisch wird es, wenn es zu viele von uns gibt. Dann können wir wahrlich zur Plage werden. Aber hier könnt ihr gerne etwas unternehmen. Pflanzt frühreife Sorten, pflanzt Haselnussbäume, die nur einen Einzeltrieb haben, schüttelt uns Haselnussbohrer regelmäßig ab, kontrolliert die Haselnüsse auf Löcher und setzt zur Bekämpfung die Hühner ein. Aber eine große Bitte an euch, verwendet keine Chemie. So, nun habt ihr einiges über mich erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Servus, euer Haselnussbohrer.